Espresso zum neuen Handelstag, den ich zusammen mit Ihnen beginnen möchte mit einem Verkaufssignal, das nun endlich da ist und das so gut zu der Jahreszeit auch passt. Bis zum Brückentag nach dem Tag der Deutschen Einheit fällt der deutsche Aktienindex normalerweise. Und dieses normalerweise bezieht sich auf den durchschnittlichen Verlauf des DAX in den letzten 10 Jahren. Diese jahreszeitlich und auch nach dem starken Anstieg eigentlich überfällige Korrektur zur charttechnischen Situation, komme ich gleich, wird begleitet von allerlei Nachrichten. Eine dieser Nachrichten ist das von den Demokraten mitten im Wahlkampf nun vorangetriebene Amtsenthebungsverfahren für den US-Präsidenten. Das ist aber kein neues Thema. Also das jetzt als das darzustellen, was den Kurs unbedingt drückt, weiß ich nicht, ob das so wirklich zutreffend ist. Eine weitere dieser Nachrichten ist die Angst vor einer Rezession in Deutschland. Nun, auch das ist nicht wirklich etwas Neues, aber es passt halt gerade sehr gut zu dem fallenden Kurs im DAX. Also wird es genannt als die Erklärung für die fallenden Kurse. Aber am Ende vom Tage ist das auch nicht wirklich etwas, wo man sagt, so ups, Rezession, schwache Wirtschaft, ist was komplett Neues? Nein, ist es nicht. Also ist das wahrscheinlich auch nicht der Auslöser. Und auch der von Mario Draghi erneut in Richtung der deutschen Bundesregierung entsandte Wunsch nach mehr Schulden, mehr Konjunkturprogrammen oder überhaupt irgendwelchen Konjunkturprogrammen ist etwas, was halt auf den Kursen lastet oder als Erklärung genannt wird dafür, dass die Kurse fallen, weil diese Programme, Investitionen in mehr Wachstum, die kommen nicht. Am Ende des Tages kann man sich nun durch diese Nachrichten und das politische Wirrwarr in London, ja, und durch den Handelskrieg, der einmal stärker, einmal schwächer tobt, verwirren lassen, oder man macht es sich nicht ganz so schwer und wirft einen Blick auf den Chart und auf die Analyse des Charts. Dabei geht es nicht um das Schauen in eine Art Glaskugel, die dem Rest der Bevölkerung ansonsten nicht zur Verfügung steht, sondern es geht bei der technischen Analyse eines Kursverlaufs vor allem darum, einen Kontext herzustellen. Und das möchte ich jetzt zusammen mit Ihnen tun für den deutschen Aktienindex, für den S&P 500 und auch für den Bitcoin, also hier nach dem deutlichen Rutsch bei der Kryptowährung. Im DAX haben wir jetzt das technische Verkaufssignal vorliegen, das am 12., 17. und 23. September noch vermieden werden konnte. Ein Tagesschlusskurs unter 12.294 Punkten. Das könnte ein Signal sein für einen möglichen weiteren Rückgang. Das Ausmaß dieses Rückgangs wiederum bemisst sich an der ursprünglichen im Juli bis zum Juli, also Juni bis zum Juli gemessenen Abwärtsstrecke hier bis zum Punkt 1. Diese Länge wird gemessen und dann über Fibonacci-Verhältniszahlen erweitert. Und da kommen wir dann raus bei einem möglichen Ziel bei 12.068 Punkten. Also da ist noch ein bisschen Platz nach unten, da waren wir noch nicht. Der Widerstand nach oben wurde gestern bereits getestet, liegt bei 12.294 Punkten. Ja, wenn wir eine Unterstützung haben, rutschen darunter, dann ist das erst einmal ein Widerstand. Daran sollte man sich orientieren und werde ich mich orientieren, genauso wie dann auch im S&P 500 Index, an dieser Serie aus Ausbruch, Retest und Ausbruch. Wir haben ja im September einen Ausbruch gehabt, dann haben wir einen Retest, dann haben wir ein höheres Hoch, wieder ein Ausbruch. Und die Frage ist, ist das jetzt dieser Rücklauf, den wir haben, ein bloßer weiterer Retest? Ja, da dürfte es, um das hier zu bejahen, dass es wirklich nur ein bullischer Retest ist, da dürfte der SPX 500 hier nicht mehr unter 2,956, um dann eben die Möglichkeit zu wahren, dass wir in Richtung 3042 gehen. Das ist aus einer Bodenbildung im Sommer, wäre das das 61,8er Fibonacci Preiserweiterungsziel. Also nach oben jetzt weiterhin alles offen, die Serie aus Ausbruch-Retest und Ausbruch-Retest und möglichen weiteren Ausbruch ist gewahrt, solange wir über 2,956 bleiben. Den Bitcoin hat es jetzt erwischt. Wir haben hier diesen Punkt 1 aus dem 1-2-3-Trend-Wendemuster und hatten in den vergangenen Wochen hier ein fallendes Dreieck gebildet im Bitcoin. Untere Begrenzung war die 9077, die jetzt auch den Widerstand nach oben darstellt. Sollte es da nochmal dran gehen, wäre 9077, nur so ist es anzunehmen, ein Widerstand. Und ein mögliches Ziel lässt sich eben wie nach der gleichen Methode, nach dem 1-2-3-Trendwendemuster erneut berechnen, ein mögliches Kursziel über die Strecke der Korrektur vom Jahr 2017 auf 2018 bis zu dem Punkt 1, diese Strecke nach unten verlängert über Fibonacci-Preiserweiterung, diese Verhältniszahlen. Da kommen wir dann raus bei einem möglichen Kursziel bei 4.920.
Also Widerstand 9077, 4920. Im Detail werden wir uns die ganze Geschichte anschauen, im DAX, bei den Kryptowährungen, auch im Kryptoindex und was bei den Edelmetallen und Währungen los ist, ab 9 Uhr in der Live-Sendung. Ich wünsche euch heute einen erfolgreichen Handelstag und wenn ihr wollt, dann schaltet doch ein um 9 Uhr zum Börsenbuffet. Bis dahin.